Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister. Das Thema heute Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung. Und wie falsch wäre es, über ein anderes Thema zu sprechen, wie gewaltig diese Nacht ist. Das wird uns inshallah ta'ala in den nächsten wenigen Minuten deutlich werden. Und ihr solltet euch konzentrieren mit mir, denn es sind entscheidende Minuten für euch, liebe Geschwister, dass ihr Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen erreichen könnt. Erstmal sagte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei al-Bukhari: Man qama laylat al-Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Derjenige, der Laylat al-Qadr erreicht und er betet in dieser Nacht, er belebt diese Nacht, macht Gutes in dieser Nacht aus Glaube heraus und auf den Lohn hoffend, so werden ihm die vergangenen Sünden vergeben. Subhanallah, wie viele Jahre haben wir erreicht und wie viele kleine Sünden haben sich in diesen Jahren angestaut, und so werden sie uns, bi'idhnillah ta'ala, seien sie Tausende oder Hunderttausende, vergeben, wenn wir Laylatul Qadr erreichen. Möge Allah azawajal uns die Nacht erreichen lassen. Liebe Geschwister, das ist nicht der einzige Vorzug. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Was lässt dich wissen, was Laylatul Qadr ist? Die Nacht der Bestimmung. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Diese Nacht ist besser, nicht gleich, besser als 1000 Monate. Und 1000 Monate umgerechnet sind ungefähr 84 Anbetungsjahre. Das bedeutet, derjenige, der Laylatul Qadr belebt, indem er die besten Taten macht, und man sollte einen Großteil der Nacht sich mit den guten Taten beschäftigen, so hat er sie erreicht, und Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihn diese Nacht im gleichen Maße, wie wenn er 84 Jahre Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hätte, vom Lohn her natürlich. Das ist nicht dasselbe, wie als wenn er tatsächlich Allah subhanahu wa ta'ala 84 Jahre angebetet hätte, aber er bekommt diesen Lohn. Und so können wir unser Lebensalter erhöhen. Das heißt, wir werden im Schnitt 60, 70 Jahre alt. Aber durch Laylatul Qadr, die wir erreichen, kriegst du 84 Jahre. Angerechnet so, als ob du viel älter geworden bist, als du tatsächlich geworden bist. Und stell dir vor, du hättest die letzten 10 Jahre Laylatul Qadr erreicht, dann sind es 840 Jahre, die du zusätzlich deinem Lebensalter entsprechend anrechnen kannst. Liebe Geschwister, wir haben eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Das heißt, von uns wird verlangt in dieser Nacht, dass wir die besten Taten machen. Was sind aber die besten Taten? Die besten Taten sind, dass wir erstmal das Tarawih-Gebet in der Gemeinschaft beten. Dann kommen wir nach Hause und wir lesen etwas vom Koran. Wir machen Bittgebete, und eines der besten Bittgebete, die man in dieser Nacht machen kann, ist, wie Aisha radiallahu anha berichtet hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr das Bittgebet beigebracht hat: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, du bist der Allverzeihende und du liebst die Verzeihung, so verzeihe mir. Das ist eines der besten Bittgebete. Und Allahumma atiq raqabati minan nar. O Allah, befreie meine Seele aus dem Höllenfeuer. Und ich möchte dir hier noch eins dazu sagen, o Diener Allahs: In dieser Nacht kommen nicht irgendwelche Zeugen, die bezeugen vor Allah, dass du in dieser Nacht besonders dich abgemüht hast. Es kommen die Engel herab. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. In dieser Nacht steigen Ar-Ruh, das heißt Jibril alayhi salatu wasalam, und die anderen Engel herab, damit sie bezeugen. Und der Prophet sallallahu alayhi wasalam sagte in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmed, er sagte: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ الْلَيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى. Die Engel sind in der Nacht von Laylatul Qadr mehr anwesend, als es Kieselsteine auf der Erde gibt. Allahu Akbar. Wie viele Kieselsteine gibt es auf der Erde? Wir wären nicht in der Lage, dieses zu erforschen. Aber es werden noch mehr Engel da sein, um zu bezeugen, dass du und ich das Gute machen. Möge Allah azawajal uns zu diesen guten, besten Taten verhelfen. Wann ist Laylatul Qadr? Stell dir vor, wir wüssten nicht, wann Laylatul Qadr ist. So müssten wir uns den gesamten Monat Ramadan mit seinen ungefähr 30 Tagen abmühen, Laylatul Qadr zu finden. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war barmherzig zu seiner Umma. Er sagte zu ihnen: Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan.
sucht nach ihr, nach dieser Nacht in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Subhanallah, jetzt haben wir 20 Tage weggerechnet. Das heißt, in den letzten 10 Tagen findet Laylatul Qadr statt. Aber er war noch barmherziger, alayhi salatu wassalam. Iltamisuha fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Sucht nach ihr in den letzten 10 ungeraden Nächten. Jetzt haben wir noch einen Hinweis bekommen, dass sie in den letzten ungeraden Nächten zu finden ist. Diese Nacht der Bestimmung. Bedeutet, liebe Geschwister, wir müssen uns die letzten 10 Tage allgemein abmühen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Zelt aufgeschlagen. Er machte I'tikaf, er hat sich zurückgezogen in der Moschee, um Laylatul Qadr zu erreichen. Aber definitiv wissen wir nicht, wann Laylatul Qadr ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam eines Tages heraus. Er sagte, Kharashtu li ukhbirakum bi Laylatul Qadr. Ich bin herausgekommen, um euch darüber zu berichten, wann Laylatul Qadr ist. Fatalaha fulan wa fulan. So hat sich einer mit dem anderen von den Muslimen gestritten. Farufiat, so wurde mir dieses Wissen genommen. Wa'asa an yakuna khayran lakum. Aber besser ist es für euch, dass ihr nicht wisst, wann diese Nacht ist. Warum? Damit wir uns auch mehr abmühen, mehr anstrengen und demzufolge wird auch unser Lohn größer sein. Bi'idhnillah ta'ala. Ist es die 27. Nacht? Könnte sein. Ist es die 29. Nacht? Auch das könnte sein. Wir wissen es definitiv nicht aufgrund dieser Überlieferung. Aber wir wissen, es ist in den letzten 10 ungeraden Nächten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.